Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag bei Supremacy 1914, hier in unserem kleinen Ägypten. Als erstes mal das Glücksrad abarbeiten. Zack, gibt ein bisschen Goldmark, 401. Was ist Schönes passiert auf dieser Welt? Naja, hier in Europa der normale Anblick. Ja. Frankreich ist dabei, den Rest von Großbritannien zu erobern, was wahrscheinlich demnächst bald abgeschlossen sein wird. Die Ukraine lagert Truppen aus Richtung USA. Wir selber ziehen ja auch noch Truppen hinterher Richtung USA. Und Nordrussland ist dabei, Truppen zu sammeln und in Grönland, also in dem verbleibenden Stückchen Grönland, einzumarschieren. Das dürfte dann innerhalb der nächsten Stunden wohl auch erledigt sein, das Thema Grönland. Wir selber sind ja noch beschäftigt in der USA, haben mittlerweile ein kleines Stückchen schon erobert, sind momentan dabei, sein Eisenbahngeschütz oder das eine von den beiden hier hinten in Atlanta stand auch eins, das haben wir mittlerweile zerstört, in Columbia hier vorne noch zu zerstören und Columbia selber zu erobern. Wir haben dann schon den ersten Trupp, der auf Relike geht, da haben wir vorher mit den Schiffen schon drin rumgebombt, dass da entsprechend leer ist, dass da keine Einheiten weiter drin sind. Sind auch entsprechend mit dem Ausbau der einzelnen Provinzen beschäftigt, also dass wir da die Moral hochbekommen und entsprechend auch die Produktion hochbekommen etc. So wie hier zum Beispiel sind wir dabei, einen Bahnhof zu bauen. Naja, Columbia dürfte sich dann demnächst auch erledigt haben. Hier hinten der erste Trupp, der marschiert schon weiter Richtung Knoxville. Wenn dann hier die letzten verbleibenden Einheiten sich erledigt haben, ziehen wir noch ein paar Truppen mit nach Knoxville und natürlich einen großen Trupp nach Asheville in die Hauptstadt, in der Hoffnung, dass dann im Laufe der Nacht und des morgigen Tages dann halt auch noch ein bisschen Ergebnis rumkommt und nach Möglichkeit dann Knoxville, Asheville, Relic und Charlotte gefallen ist, inklusive Columbia natürlich. Bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass das funktioniert und dass das auch klappt. So, dann heißt das für uns auch noch Rohstoffbörse checken, aber es ist ja keiner mehr da, der noch was verkaufen kann. Wir müssen nämlich zusehen, da es vom Punkteverhältnis nicht ausreichen wird, müssen wir zusehen, dass wir so viel wie möglich noch Provinzausbau betreiben, dass dort halt entsprechend noch ein paar Pünktchen mit rumkommen oder sonstiges. Nebenbei müssen wir natürlich zusehen, dass wir so viele Provinzen wie möglich erobern. Es sind, wenn man jetzt mal die beiden aus Großbritannien und die eigentlich schon beiden eingenommenen an Grönland mal außen vor lässt, sind es noch 59 Provinzen. Wir haben derzeit einen kleinen Vorsprung an Provinzen. Nicht ganz 30, wie gesagt, mit den zwei Stück aus Grönland ist wieder ein bisschen weniger. Müssen wir halt mal ein bisschen verfolgen die nächsten Tage. Ja, und dann kommt zum Investitionskrieg. Wer kann am schnellsten und am besten seine Provinzen aufbauen? Das könnte dann auch ein enges, heißes Spiel werden. Also, ja. Es gibt ja auf jeder Karte nur maximal 2000 Punkte. Und die müssen dann entsprechend unter den verbleibenden Nationen aufgeteilt werden. Es wird sehr, sehr schwierig. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, aber darauf lassen sich die anderen nicht ein, die gehen nichts mehr erobern und der gesamte Rest gehört uns, dann reicht das auch. Darauf gehen sie aber nicht ein. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, die würde bedeuten, dass wir Vertragsbruch begehen und uns einen rauspicken, den wir noch komplett erobern. Bündnisbruch ist natürlich nicht sonderlich schön und schon gar nicht ehrenhaft. Und außerdem ist dann ja auch immer noch die Frage, wie die beiden anderen Verbündeten sich entsprechend verhalten. Also, wie das Ganze hier noch enden soll, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir noch schauen. Es rächt sich so ein bisschen die Gutmütigkeit, dass wir den anderen gnädigerweise mal ein bisschen was überlassen haben. Und jetzt, wo wir eigentlich mal die Unterstützung von den Verbündeten bräuchten, kommt sie nicht, weil sie jetzt alle gierig wären. Finde ich ein bisschen schade, dass das jetzt so drauf hinausläuft. Aber naja, kann man nichts machen, kann man nicht ändern. Müssen wir mit leben. Das ist jetzt soweit erstmal der Stand der Dinge. Also jetzt weiter hier ausbauen tun wir im Moment noch nicht. Ja, weil es sind noch einige Sachen am Laufen und wir müssen auch mal gucken,
Wenn wir halt neue Provinzen erobern, muss ja auch repariert werden, muss ja auch ein bisschen Material über sein und so. Und von daher machen wir das erstmal sehr ruhig. Und von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.